Campingplatz Prede Madame Karl geht's los. Schaut's einmal, was wir für Klump dabei haben. Oh mei, auf die Auswahl kommt's natürlich davor. Wir haben's ein wenig präsent, weil es ist schon spät und wir müssen mal noch ins Biwak rauf. Aber am Andi seine Steigeisen muss ich noch machen. Und da geht's los. Also wie man sieht, sind wir klein und dick, also ich, der Christoph Klein und der Andi Dick. Mei, ich sag's euch, das ist ein wilder Hund. Mit der Zeit gibt mir natürlich ein wenig der Schnauf aus. Wir sind oberhalb vom Glacier Noir und hinten sieht man Pixon an Nordwand. Wir haben aber was anderes im Sinn, darum sind wir da herum auf der Moräne, nämlich Bardesegrin Südpfeiler. Den sieht man da im Hintergrund. Aber die Pixon an Nordwand, das ist eine ruhige Sache, erinnert ihr mir. Und ein wenig gefährlich auch, wegen einem Starschlag. Im rechten Wandteil die glatte Felspartie, die heißt Les Fesses, bayerisch gesagt Arsch. Schaut echt so aus, gell? Der Bruder muss natürlich wieder alles hinmachen. Ja, mei, sieg Transit Gloria Mundi, gell? Wegen dem Lärm muss man sich nicht gleich verstecken, aber wegen einem Schaum schaut nichts. Schon ist unser Pfeiler wieder ein bisschen näher. Schaut gar nicht so weit aus vor drei Runden, finde ich. Öha, da ist unser Weg runtergerutscht. Das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Und super, was man da sonst noch alles sieht. Und eleganter und schneller als Wirt Gamsen ist nur der Andi. Ich nehme es auch da ein wenig von der gemütlichen Seite. Ja mei, was soll ich sagen, gell? Letzte Woche hat es mich beim Werkeln von der Leiter runtergehauen und dann ist beim Schulterblatt ein bisschen was weggebrochen. Ich bin jetzt echt kein Rehrbeutel nicht, aber das hat Sacke Schweder. Und der Doktor hat gemeint, damit es gescheit zusammenwachsen kann, war es Wandern das Gescheiterne. Also da sind wir jetzt gerade beim Wandern. Und der Andi, dem haben sie vor ein paar Monaten eine neue Hüfte eingebaut und jetzt ist für ihn die erste alpine Tour. Ja mei, jetzt schauen wir mal, wie das aussieht. Gegenüber der Pelvoux eine ganz bärige Abendstimmung an dem 15. Juni. Langsam wird es ein bisschen steiler und langsam wird es auch spannend, wo es aufgeht. Ruhig, gell? Also das ganze Ambiente da oben, da legst du mir am Arsch. Also eigentlich alles ganz gefährig, nur das Klettern ist ein wenig eine schmerzhafte Sache, wegen dem depperten Schulterblatt. Aber schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ein bisschen deppert sind wir schon, dass wir das Wasser aufgetragen haben. Dass da so schön läuft, haben wir einfach nicht schmecken können. Der Andi schaut da ein bisschen weiter, aber er kommt wieder zurück, weil weiter oben kein gescheiter Biwakplatz nicht mehr hergeht. Also bleiben wir halt da. Ja, nicht riesig, aber es können, glaube ich, beide ausgestreckt liegen. Jetzt kommt der gräbige Teil. Jetzt ist Zeit für ein paar Geschichteln. Oh, das ist immer eines der liebsten Sachen, das Wasserkochen im Biwak. Dann war ich mal im Eiger. Spinne oben haben wir da bivakiert und war zu platt, um noch groß zu schmelzen. Da habe ich gedacht, so jetzt bist du alt geworden. Ja gut, dann habt ihr nicht mehr lang gebraucht bis zum Gipfel von der Spinne natürlich. Ja, 3 Stunden oder so. Oh ja, das ist aber platt. Ja, das waren Top-Verhältnisse. Dann war im Eiger im zweiten Eisfeld eine Spur, da hätte ich mit dem Radl nicht mehr fahren können, so breit war die ausgetreten. Feine Kräuter, dass die Vitamine stimmen.
Und jetzt aber noch das. Ja, Herrschaftszeiten, also wirklich. Aber schon irgendwie, wie soll ich sagen, männlich, gell? Das ist jetzt für die Akklimatisation optimal, das wird sich dann zeigen. Um 16:45 wird es hell im Westen. Also wir sind im Westen, während in der Mitte von der Welt, also in Bayern, also Altbayern, da wird es um die Jahreszeit noch früher hell. Das merkt man. Da müssen wir heute auf, hilft nichts. Ja, von da schaut schon ein wenig grimmig aus, gell? Wasserversorgung war schon da, aber es ist ein wenig deppert zum Hinkommen. Wir hoffen auf eine bessere Möglichkeit. Der Andi, gell, habe ich ja gesagt, das ist ein wilder Hund, also die Hüften, die laufen wie geschmiert. Und die Zigarren zeigt ihre Wirkung. So, da geht es rüber in die Wärme, aber wie es ausschaut, ist jetzt da der letzte Schnee. Jetzt müsste man nochmal schmelzen. Deppert, kostet Zeit, aber hilft nichts. Also die Farbe von dem Fels ist echt typisch fürs Ekramassiv. Bärig, ha? Endlich geht's weiter. Ich habe eine besondere Klettertechnik, wenn's geht. Der rechte Arm auf, der Beschädigte eher ein bisschen unten. Aber dem muss ich auch mit der linken Hand ein wenig hinlangen. Irgendwann müsste man echt einmal das Seil rausnehmen. Ohne Seil freilich geht es schneller, das sieht man da wieder recht deutlich. Zeit ist halt wahrscheinlich das Hauptthema, falls du mein Schulterblatt als Nebenthema behandeln lässt. Auf jeden Fall müsste man da aufhören. Alles geht natürlich auch nicht ohne Seil. Mit ein paar Hüft- und Schulterbeschwerden kraxeln wir zwei alten Wracks also auf den grauen Turm, wo man da sieht, und seilen wieder ein paar Meter ab. Und jetzt wird die Geschichte wirklich steil. Eine neue Hüften ist gefieriger wie ein Schulterblatt, wo halber zieh ist. Darum steigt der Andi jetzt ganz viel vor. Super macht er das. Aber wo soll es da aufgehen? Das ist die Bastion. Die kann man nicht einfach so stürmen wie eine Bastille zum Beispiel. Und Zechern sind alle mehr zum Spüren. Wir sind jetzt so ungefähr auf 3700 Meter. Jetzt langsam wird es echt vorgerührt. Da legst du nieder. Es könnte gehen, klingt super. Wobei, wenn es nicht geht, dann haben wir ein Problem mit zwei Hübschen. Weil zurück geht's nimmer. Man glaubt's nicht, aber was der Andi da klettert, ist eine von den wildesten Seilingen, wo er überhaupt vorgestiegen ist. Und weil es gar so zart ist, ziehen wir Drucksäcke auf. Der Blick ist schön, da kann man nichts sagen. Und jetzt haben wir's geschafft. Der Rest ist nur noch gemahde Wiesen. Die Stelle ist aber jetzt noch ein bisschen deppert. Langeis und drauf war ein Schnee. Also ohne Steigeisen und Picke darf man jetzt alt ausschauen. Der Andi hat übrigens das automatisch ausziehende Modell, ich habe es ja unten extra eingestellt. Das spart jetzt brutal Zeit und die braucht man jetzt, weil der Abstieg vom Gipfel ist gar nicht so banal, haben wir gehört. Schön ist da herum, gell? Ja gut, bleiben wir uns an unten, aber der Überblick ist ganz gut. Und jetzt auf die Nacht ist auch nicht zu überlaufen.
Wie gesagt, der Abstieg ist nicht ganz ohne. Und mit Wind ist er halt dann quasi mit. Nordföhn, ja, da legst du dich nieder. Abseilen ist auch noch zweimal angesagt und am Schluss über den kleinen Überhang vom Bergschrund echt alles dabei. Und wie man sieht, wird es langsam dunkel. Durch eine mondlose Nacht, viel schwärzer noch wie eine CSU, schwankt man zur EK-Hütte. Wir haben zwar vom Gletscher noch gut 100 Meter aufgemessen, aber dafür darf man am anderen Tag nochmal an seinem Berg schauen. Und Spur, zwei Leute sieht man auch, die gingen runter. Wahrscheinlich ist einer zwindig gewesen. Und wir sind mir dann gingen drum runter. Da ist warm, da kann man gescheit schnaufen, eine halbe gibt's auch. Was möchten wir eigentlich alle am Berg um? Der Glacier Blanc, wo weiter oben ja so glatt gewesen ist, schaut da hier unten voll wild aus. Drum geht der Weg quasi auf dem Festland weiter. Und wieder sehen wir Pelvou und Pixonon und Elfroid ganz gewaltig. Von daher unten schaut der Glacier Blanc fast ein wenig traurig aus. Und stellt euch vor 150 Jahren ist das alles noch voller Eis gewesen. Da schauen wir nochmal zurück auf die Barre des Ecrins. Links unten die verreckte Bastion, wo er so zart gewesen ist. Also da herunter ist im Vergleich echt nicht schier. Wir schauen wieder runter auf Pré de Madame Karl. Und wie die Sonne mal wieder so richtig schön herbrennt, freuen wir uns wieder auf den griebigen Teil. Die anderen mit den langen Pickeln und Stritt werden wahrscheinlich morgen einen Normalweg backen. Eine gute Idee, weil die Barre des Ecrins ist eigentlich vor allen Seiten schön. Aber uns gelangt es erst einmal.